Remis in der Liga der Beleg für die Heimstärke. Schön gespielt von Schäfer auf Assis. Die Gladbacher orientierungslos. Adi Menga. 1-0 Osnabrück, 17. Minute. Und der Kongolese hat einen Lauf. Mit 6 Toren erfolgreichster Regionalligastürmer. Und auch die Gladbacher können ihn nicht stoppen. Kluge, zu spät. Und Heimeroth im Tor sieht auch ziemlich schlecht aus. Pele Wollitz. Das hätte er früher auch nicht besser hingekriegt. Man ahnt, er würde eben am liebsten doch noch selber mitmachen. Darf er aber nicht. Und deswegen schickt ihn der Assistent auch gleich wieder runter. Gladbach auswärts wie üblich im Hintertreffen. In der Bundesliga haben sie in der Fremde alles vergeigt. Aber durch den Rückstand angestachelt werden sie nun unternehmungslustiger. Raphael und Frederik Kössling, nennen wir es mal vorsichtig, zionierte Regionalligist, jederzeit ebenbürtig. Andreas Schäfer, so vielleicht nicht gewollt, aber trotzdem durchaus gefährlich. Jupp Heynckes will unbedingt mit seinen Gladbachern im Pokal überwintern, aber dafür müssen sie hier mehr investieren. Noch 7 Minuten bis zur Pause. Raphael auf Kai. Da setzt sich der Brasilianer durch. Aber so richtig prickelnd ist das doch nicht, was die Rheinländer hier zu bieten haben. Zur Pause unterm Strich ein gerechtes 1:1, mit dem Osnabrücks Trainer Klaus-Dieter Wollitz natürlich besser leben kann als sein Gegenüber Jupp Heynckes.